Der Hochficht präsentierte sich am 11. Jänner von seiner schönsten Seite. Strahlender Sonnenschein, tief verschneite Bäume und beste Pistenverhältnisse für alle. Skifahren trotz Corona? Ja, es ist möglich. Nachdem die heurige Skisaison zögerlich anlief, ist man jetzt zufrieden von Seiten der Betriebsleitung am Hochficht. Wir starten jetzt praktisch in die zweite Phase des Winters. Wir haben herrlichen Schnee. Heute Glück natürlich auch, bei diesen Wetteraufnahmen das Interview zu machen. Es ist einfach traumhaft hier. Ein klasse Schnee, super Wetter. Es gibt momentan nichts Schöneres, als wie an so einem Tag wie heute zum Skifahren zu gehen. Durch die einzigartige Lage im Dreiländereck Österreich, Deutschland, Tschechien ist das Familienskigebiet von überall aus schnell und leicht zu erreichen. Der Vorteil am Hochficht ist, dass wir jetzt speziell in der Corona-Zeit keine Zubringerbahn haben. Wir haben zwei Einstiegstellen, das Ganze ist dadurch sehr dezentral. Man hat keine Wartezeiten, man kommt vom Parkplatz praktisch direkt zur Piste. Man kann mit Vierersesselbahnen von den einzelnen Einstiegstellen sofort ins Skigebiet einsteigen. Dort gibt es lauter gleichwertige Liftanlagen und dadurch ist alles sehr entzerrt, dezentral und es gibt keine Wartezeiten. 20 Kilometer attraktive Pisten aller Schwierigkeitsgrade erstrecken sich über die Drei-Berge-Skischaukel mit einer Höhe bis 1338 Meter Seehöhe. Der heurige Winter ist natürlich ein anderer als in den letzten Jahren. Mit Covid haben wir im Vorfeld abgestimmt mit den zuständigen Behörden schon ein aufwendiges Präventions- und Sicherheitskonzept ausgearbeitet, nachdem jetzt auch der Skibetrieb abläuft. Die Sicherheit steht an oberster Stelle, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Gäste. Und nur so kann man den Winter heuer abwickeln. Wir schauen, dass im Wesentlichen die Maßnahmen, das ist der Sicherheitsabstand und das Tragen einer Maske, bei der Gondelbahn ist es auch eine FFP2-Maske, dass das auf Punkt und Beistrich eingehalten wird, weil nur so kann man die Sicherheit gewährleisten und auch den Gästen heuer diesen Skibetrieb ermöglichen. Die moderne 10er-Gondelbahn, welche seit einigen Jahren in Betrieb ist, hat den Komfort am Hochficht sehr verbessert. Die Bergstation der Gondelbahn befindet sich am Reischlberg, von wo aus man einen herrlichen Panoramablick über Bayern und ganz Oberösterreich bis hin zu den Alpen hat. Besonders lässig ist es natürlich heuer, dass wir so gute Schnee- und Pistenverhältnisse haben. Heute sieht man auch einen Traumtag, tief verschneite Bäume. Ist auf den breiten Pisten hier am Hochficht, kann man so richtige Carving-Schwinge hinunterziehen. Das ist eigentlich das, was das Skifahrerherz begehrt, das, was man hier am Hochficht dann auch vorfindet. Ja, es war ein wunderschöner Skitag für uns am Hochficht und wir waren richtig begeistert von dem schönen Ambiente und der guten Schneelage. Die Rückmeldung der Gäste ist sehr, sehr positiv. Also es war der richtige Weg, die richtige Entscheidung, das so durchzuführen. Die Leute, kann man sagen, sind im Wesentlichen auch sehr, sehr diszipliniert. Es gibt immer wieder Leute, wo das nicht der Fall ist, die muss man darauf hinweisen. Ansonsten werden sie von der Beförderung ausgeschlossen. Das sollte in dem Fall nicht passieren, weil das ist ja Freizeit. Es soll hier jeder das Skifahren genießen können und dementsprechend läuft es auch sehr geordnet und positiv heuer hier im Winter ab. Jetzt, nachdem wir schon ein bisschen hungrig sind und uns schon etwas kalt geworden ist, freuen wir uns auf eine warme Suppe, welche wir uns in einer Thermoskanne mitgenommen haben und im Auto nun verzehren werden. Aus Sicherheitsgründen ist momentan die Gastronomie nicht geöffnet. Die Leute nehmen das aber quasi trotzdem gut an, weil Sicherheit an oberster Stelle steht. Und die Familien sieht man immer wieder, dass sie dann als Familie eine mitgebrachte Jause dann verzehren. Ist vielleicht eine ganz neue Erfahrung, was aber bei den Familien gut angenommen wird. Damit wir alle gesund bleiben, natürlich das ganze Skifahren mit Maske. Viert euch!